Fettes Fahrrad. Abgefahren. Abgefahren? Ich bin nicht abgefahren. Ich bin doch noch hier, voller Leidenschaft für Gerechtigkeit, Sicherheit, Recht und Ordnung. Schon gut. Hey, Miss Strickland. Oh, hallo, Mr. Corleone. Lenken Sie keine unnötige Aufmerksamkeit auf mich. Ich bin an einer sensationellen Story dran, wie wir von der Presse sagen. Die Sensation? Ich habe Gerüchte gehört, dass etwas Seltsames in der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit vorgeht. Es gibt eine neue Geschäftsführung und... Oh, wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen, bevor wir nicht die Fakten kennen. Ich bete, dass es nur ein Gerücht ist. Diese Suppenküche ist die Speerspitze im Kampf für die gute Sache. Was wird aus dem Finger vom Fuselverband ohne sie? Ganz zu schweigen von all den Einrichtungen, die meine Suppenlieferung... Haben Sie die Geschichte fertiggestellt, für die Sie mich interviewt haben? Über Carl Sagan? Ja, aber diese starrsinnigen Redakteure haben sie abgelehnt. Sie sagen, mein Artikel wäre einseitig. Und dass ich einen mutmaßlichen Brandstifter verherrliche. Als würden ihre Artikel nicht ständig den kriminellen Abschaum verherrlichen, der die Stadt kontrolliert. Das macht mich so wütend, ich könnte schreien. Was ich natürlich nie machen würde. Das wäre Ruhestörung und es ist... Was ist der Finger vom Fuselverband? Sie haben noch nicht vom FVFV gehört? Er leistet wundervolle Arbeit. Dort werden aus hoffnungslosen, betrunkenen Landstreichern ehemalige hoffnungslose, betrunkene Landstreicher gemacht. Ich bin ein Gründungsmitglied, aber das heißt nicht, dass ich... Bisher trafen wir uns immer im Keller der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit. Aber aus irgendeinem Grund lassen uns die neuen Betreiber nicht mehr dorthin. Jetzt haben wir keinen Treffpunkt. Ich kenne einen Ort, wo sich der FVFV treffen kann. Oh, wo denn? Das Brown-Anwesen. Sie meinen das Haus von Richter Brown? Ja, ich bin zufällig mit seinem Sohn befreundet. Und er hat mir erzählt, der Richter würde liebend gerne sein Anwesen zur Verfügung stellen für gute Sachen. Wirklich? Das ist die großzügigste und wohltätigste Geste seit Ewigkeiten. Bitte sagen Sie Ihrem Freund Emmett, dass wir annehmen. Das Treffen beginnt nicht sofort. Die Leute haben also etwas Zeit, alles einzurichten. Sie liefern Suppe aus? Das ist einer meiner vielen kleinen Beiträge für die gute Sache. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, hoffe ich. Ich hole Behälter mit heißer Suppe in der Küche ab und liefere sie überall hin. Zum Hill Valley Waisenhaus, die Ranch des heiligen Franz Xaver für ungewollte Kinder, das Foggy Mountain Heim für unheilbar Irre, das Shady Acres Altersheim. Ach, ich kann mich kaum an alle erinnern. Ich kann Ihnen mit der Suppe helfen. Ich arbeite viel für Wohltätigkeitsorganisationen. Oh, welche? Die, Super Mario-Brüder. Ach ja, die Italiener tun so viel Gutes. Wenn Sie es arrangieren könnten, dass ich die Suppenbehälter abholen kann? Immer ruhig mit den jungen Pferden. Wir wollen nichts überstürzen. Ich leite den Suppenfahrdienst in dieser Stadt und ich überlasse es nicht einfach einem Neuling. Aber wenn Sie gute Kontakte zu den wohltätigen Einrichtungen haben... Ja? Sie können mir Bescheid geben, wenn Ihnen die Suppe ausgeht. Tut mir leid, was da hinten mit Einstein passiert ist. Keine Ahnung, was da in ihn gefahren ist. Ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenken kann. Ja, ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenkt. Sehr gut. Jetzt zeig mal, was du mit der Rechentafel kannst. Ich zieh Leine. Oh, wo denn? Nochmal, Matches, du hast meine Socken mit Kiwi beschmiert. Sorry, Boss. Raus hier. Was willst du? Bitte? Ich sitze zum Schuheputzen hier und du kommst zu mir. Entweder willst du meine Schuhe putzen oder du willst sterben. Welches von beidem? Sie werden wohl nicht über Ihre Geschäfte sprechen. Warum nicht? Ich habe nichts zu verbergen. Ich bin seit kurzem Mehrheitsbeteiligter der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit. Hm.
Hey, ich vertrete die Vereinten Stiftungen von Hill Valley. Können Sie mir nicht die Berechtigung geben, Suppe aus Ihrer Einrichtung an sehr Bedürftige... Ah, die Strickland hat das Wohltätigkeitsgeschäft ziemlich im Griff. Es gäbe keinen Grund, ihr Konkurrenz zu machen. Warum darf sich der Finger vom Fuselverband nicht im Keller Ihrer Suppenküche treffen? Wir haben andere Pläne für den Keller und es hat nicht unbedingt mit nüchtern bleiben zu tun. Edna Strickland denkt, dass es in ihrer Suppenküche nicht mit rechten Dingen zugeht. Die Alte geht mir auf die Nerven, aber schöne Beine hat sie. Und? Ist das glänzend genug? Ja, das reicht. Aber bleib in der Nähe, das bleibt nicht so. Warte mal, hab ich dich nicht im Gefängnis mit dieser Ratte Carl Sagan reden gesehen? Ich hoffe, du hattest nicht vor, ihn da rauszuholen, denn ich habe andere Pläne. Wir stellen diese Vorladung zu. Oder mein Name ist nicht? Michael Corleone! Ja? Hey, Miss Strickland. Oh, hallo, Mr. Corleone. Lenken Sie keine Unruhe in der Presse sagen. Ich ziehe Leine. Hey, Q-Ball. Was? Der Laster ist gerade mit einer neuen Ladung Suppe angekommen. Suppe, Suppe? Nun, das ist die normale Suppe und das ist die spezielle Suppe. Richtig, Spezialsuppe. Hey, was tust du da? Ich würze die Suppe. Das ist mein Geheimrezept. Hör zu. Das hier ist nicht das Ritz. Und wir wollen diesen Idioten keine Gourmetsuppe geben. Der Boss muss sein Geschäft wieder aufbauen. Also lass den Mist und mach... Okay, okay. Probier nur mal die Suppe. Und? Ah, jetzt verstehe ich, warum du das Rezept geheim hältst. Entschuldigung? Ja? Könnte ich etwas Suppe haben? Das ist deine Suppenküche. Was glaubst du also? Was ist das für eine Suppe? Schmeckt wie... Minestrone? Ich wollte alte Kohlsuppe sagen. Meckere nur. Alles, was ich hier habe, ist diese abgestandene Fasssuppe und ein Gewürzregal, das seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr aufgefüllt wurde. Wie soll ich deiner Meinung nach was Besseres als diese Brühe kochen? Mal sehen. Schon probiert mit... Paprika? Paprika? Ich denke nur, sie könnte ein wenig Farbe vertragen. Farbe? Thank you.
Okay. Hey, schon gut. Ich schaffe es niemals, die Tür ohne Hilfe offen zu halten. Lässige Hand macht arm, aber der fleißigen Hand macht reich. Vielleicht sind meine Hände zulässig. Teambriefing, Emmett. Besprechung? Hör mir nur einen Moment zu. Emmett, ich komme nicht an die Tür da drüben. Diese Tische blockieren sie. Die Tür? Sollen wir einfach hineinspazieren und ein Fass Alkohol mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Das wäre blöd, oder? Find ich schon. Trotzdem würde ich gern diese Tür öffnen. Von hier draußen kann ich nichts machen. Nun, das ist eine Sache der Physik. Wir brauchen einen Hebel, eine Art Stopper. Mal sehen, womit ich dienen kann. Ich schaffe es niemals, die Tür ohne Hilfe offen zu halten. Ich schaffe es niemals, die Tür ohne Hilfe offen zu halten. Heureka! Ich hoffe, Doc Juniors Dingsbums hält das aus. Ich hoffe, Doc Juniors Dingsbums hält das aus. Okay, ich hätte da ein paar Ideen für die Suppe. Schieß los. Mal sehen. Schon probiert mit... Verleiht der Suppe vielleicht ein wenig Schärfe. Wird sie etwa kalt? Nein, ich meine sowas wie Chili-Pulver. Muy caliente. Ganz schön tough, der Junge, was? Ehrlich gesagt, mag ich es auch scharf. Aber es muss auch dem gemeinen Volk schmecken. Komm schon, eine kleine Prise wird schon niemanden umbringen. Ach komm. Eine kleine Prise hat noch niemandem geschadet. Nur Personal darf in die Küche. Wow! Thank you.
Emmett. Ja? Oh, das ist interessant. Nur ein wenig mechanischer Einfallsreichtum und am Ende ist die Tür offen. Ja, gut gemacht. Irgendeine Idee, wie wir an den Fusel kommen? Fusel? Den Alkohol, Emmett. Ah, man könnte auf die Idee kommen, dass sich in einigen dieser Fässer Fusel verbirgt. Du hast wahrscheinlich recht, aber in welchen? Wenn ich an einige dieser Fässer herankäme, könnte ich sie wiegen und ihre relative Dichte vergleichen. Relative Dichte? Komm schon, Emmett. Kids Schläger werden uns keine Experimente an ihren Fässern durchführen lassen. Das stimmt wohl. Dann fragen wir den Mann dort hinter dem Tresen. Was? Haben Sie auch Fässer mit schwarzgebranntem Schnaps hier? Wie realistisch. Ja, nun, ich dachte, wir würden es mit etwas Raffinesse angehen. Raffinesse, richtig. Diese Küche ist offensichtlich nicht die illegale Bar. In der Tat, dies muss eine Art Fassade sein, die geschickt und legal die Existenz einer versteckten und verruchten Einrichtung verschleiert. Vielleicht im Keller? Stimmt, das könnte den Fahrstuhl erklären. Wir kommen schon irgendwie an den Fusel. Ich denke weiter nach. Ich spreche lieber nicht mit ihm, sonst beeinflusst das seine Zeit gerade. Ich denke immer noch, dass die Suppe zu fad ist. Ah, Miss Strickland. Möchten Sie mehr Suppe? Kommen Sie schon, Mr. Donnelly. Sie wissen genau, dass ich mit dieser Farce nichts zu tun hätte, wären die Armen von Hill Valley nicht so sehr auf Mr. Tennants aufgebauschte Großzügigkeit angewiesen. War das ein Ja? Geben Sie mir die Suppe, bevor ich an der Scheinheiligkeit ersticke. Ich richte dem Boss Ihre Grüße aus. Ich wette, das werden Sie. Edna hat das Fass mit dem Fusel abgeholt. Wir müssen es ihr nur noch irgendwie abnehmen. Hey, Miss Strickland. Oh, hallo, Mr. Corleone. Ich habe wenig Zeit, fürchte ich. Das Treffen des Finger vom Fuselverbands beginnt gleich. Ich kenne tatsächlich eine Einrichtung, die mehr Suppe braucht. Oh, welche? Der Finger vom Fuselverband. Stimmt. Sie treffen sich bald auf dem Brown-Anwesen. Und es gibt noch keine Erfrischungen. Ich bin ganz hin und weg, dass Ihr Freund Emmett das Haus seines Vaters für unser Treffen zur Verfügung stellt. Hä? Moment! Michael! Was in Thomas Alva Edisons Namen denken Sie, was Sie da tun? Verstehst du nicht? Du brauchst Alkohol, um deinen Bohrer zum Laufen zu bringen, oder? Bei den Schmugglern der Suppenküche werden wir nie an eines ihrer Fuselfässer kommen. Aber Miss Strickland kann eins für uns holen und es uns bis an die Tür bringen. Nein, das ist ausgeschlossen. Warum? Ich kann nicht zulassen, dass Fremde in mein Elternhaus eindringen. Was wissen wir über diese Menschen? Und sie lassen die Finger vom Fusel. Na gut, aber
Aber mein Papst braucht nach Feierabend Ruhe und Frieden. Dieses Treffen ist ihm bestimmt zu laut. Sie werden leise sein. Kein Lärm, nicht wahr? Oh ja! Ich spiele mein Tambourin ganz leise. Hörst du das? Ja, aber... Aber was? Aber es ist nicht möglich! Ich hab's Miss Strickland aber versprochen. Es bedeutet ihr so viel. Die Antwort ist trotzdem nein. Aber was soll aus den Mitgliedern des Finger vom Fuselverbands werden? Meinetwegen können sie sich alle wieder betrinken. Na gut, dann vergiss es. Wir müssen deinen Raketenbohrer nicht heute Nacht testen. Doch nicht! Nein, ich werde mit dem Zug zurück nach Washington fahren und meinen Kollegen sagen, sie sollen das Patent an Dr. McCoy vergeben. Halt! Werden Sie den Verbandsmitgliedern sagen, sie sollen sich die Füße abtreten, bevor sie hereinkommen? Dann sind Sie Emmett Brown, hab ich's mir doch gedacht. Die Gerechtigkeit steht Ihnen ins Gesicht geschrieben. Edna Strickland, wie könnte ich Ihnen jemals für Ihre Großzügigkeit danken? Nett, Sie kennenzulernen. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ach, du machst dir zu viele Sorgen, Emmett. Wir müssen nur diese Vorladung übergeben und dann können wir deinen Raketenbohrer bauen. Und mein Patent. Ja, dein Patent. Musst du oft Vorladung zustellen? Mein Papst lässt mich immer die Drecksarbeit machen. Er will, dass ich mit verschiedenen Menschen zu tun habe. Aber bis jetzt habe ich nur mit vielen Schimpfwörtern zu tun gehabt. Diese Vorladung ist für Arthur McFly? Haben Sie ihn gesehen? Kurz einmal in der Suppenküche, aber ich glaube, er hält sich wieder versteckt. Gut kombiniert, Einstein. Was weißt du über Arthur McFly? Zertifizierter Buchhalter, machte seinen Abschluss 5 Jahre vor mir an der Hill Valley High. Er scheint ein netter Kerl zu sein. Wie kam es, dass er jetzt mit Kit Tennant zu tun hat? Wer weiß, manchmal kommen Menschen unverschuldet in eine Situation und schaffen es nicht heraus. Was ist mit Kit Tennant? Was wissen wir über ihn? Er ist laut, widerwärtig und nicht sehr schlau. Und er hasst es, wenn man ihm in die Quere kommt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Tennant. Einige von meinen Patentamtkollegen fragen sich, was dich auf einen Raketenbohrer gebracht hat. Das war das Buch Die Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne. Es war wie eine Offenbarung. Ja, das haben wir uns auch gedacht. Hast du Die Zeitmaschine gelesen? Von Wells? Noch nicht, aber ich habe es vor. Warum sagst du nicht einfach nein, wenn dir diese Arbeit nicht gefällt? Was denken Sie, ist das Schlimmste, das mir dabei passieren kann? Du könntest erschossen werden. Ja nun, das ist nichts im Vergleich zu dem, was passiert, wenn ich meinem Papst widerspreche. Irgendeine Idee, wo wir Arti finden? Nein, wenn wir nur an ihm dranbleiben könnten. Wir stellen diese Vorladung zu. Ich brauche nichts aus dem Laden und ich habe auch kein Geld. Und behalte Trixie im Auge. Das Weib kommt mir ziemlich nervös vor. Alles klar, Kid. Und? Willst du da jetzt dumm rumstehen oder putzt du mir die Schuhe? Ich suche jemanden namens Arthur McFly. Wir sind irgendwie verwandt. Nun ja, er ist mein Angestellter und heute hat er viel zu tun. Aber als sein Boss wissen Sie, wo Arthur ist? Er ist im Büro.
Wo ist das Büro? Weiß ich nicht. Ach, und wann wird er heute das Büro verlassen? Wenn ich ihm erlaube zu gehen. Hey, du hast da etwas übersehen. Ach, und wann wird er heute das Büro verlassen? Wenn ich ihm erlaube zu gehen. Hey, du hast da etwas übersehen. Ist das nicht Arthur McFlys Hut, den Sie da haben? Es war McFlys Hut. Jetzt dient er mir als Erdnussschale. Kann ich Ihnen den abkaufen? Könntest du einfach deine Arbeit machen, kleiner Schuhputzer. Ich behalte meine Erdnussschale. Kann ich ein paar Erdnüsse haben? Warum nicht? Ich bin ein ziemlich spendabler Mensch. Na los, bedien dich. Da sag ich nicht nein. So, die Pause ist vorbei. An die Arbeit. Wegen Arthur McFly. Ja. Noch eine Sache, wegen des Huts. Du stellst meine Geduld auf die Probe. Schon gut. Was diesen Carl Sagan betrifft, er hat sicherlich nicht ihre Gemeinschaftsräume niedergebrannt. Pass auf, was du sagst, kleiner Schuhputzer. Etwas weniger quatschen und mehr polieren. Ist eine Suppenküche nicht ein seltsamer Geschäftszweig für jemanden wie Sie? Ich mag Suppe. Außerdem habe ich ein sehr großes Herz. Putz etwas fester. Ich will mich darin spiegeln können. Noch eine Sache, des Huts. Du stellst meine Geduld auf die Probe. Schon gut. Und? Ist das glänzend genug? Ja, das reicht. Ich frage mich, wer der eigentliche Brandstifter war. Doc! Marty, wie läuft der Fluchtplan? Wissen Sie was? Damit Ihr jüngeres Ich freikommt und den Raketenbohrer fertigstellen kann, muss ich meinem Großvater eine Vorladung schicken. Großer Gott! Du kannst ihn Arthur nennen. Er ist Kit Tennens Buchhalter. Marty, was du auch tust, es ist entscheidend, dass du die Zukunft deines Großvaters nicht zu stark veränderst. Die Konsequenzen wären katastrophal, schon klar. Wo waren Sie die ganze Zeit? Sie haben mir gefehlt. Du hast mir auch gefehlt, Marty. Aber ich wollte dich ein Weilchen dein eigenes Ich leben lassen. Frei vom Wahnsinn des Zeitreisens. Ja, es war schön, dass mir für ein paar Monate mal nicht meine Familiengeschichte um die Ohren geflogen ist. Außerdem musste ich meine eigenen unberechenbaren Teenager großziehen. Wie geht's Clara und den Kindern? Gut, es geht ihnen gut. Momentan versuchen wir uns zu entscheiden, wann wir Jules und Vern auf das College schicken sollen. Clara ist für die 2020er Jahre, ich bin mehr für die 1960er. Wir haben vor, dich und Jennifer bald im Jahr 2011 zu besuchen. Mich und Jennifer? 2011? Ups, vergiss, was ich gesagt habe. Wo kam der DeLorean her? Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, hatte ihn ein Zug komplett zerlegt. Das ist eine fantastische Geschichte. Weißt du noch, wie der DeLorean 1955 vom Blitz getroffen wurde? Okay. Ohne unser Wissen hat der Blitz eine vorübergehende Kopie der Zeitmaschine geschaffen, die 70 Jahre in die Zukunft geschickt wurde. Was? Ich habe das bei einer Reise ins Jahr 2025 entdeckt und konnte gerade so verhindern, dass Griff Tennen die Zeit gerade zerstört.
Heftig. Also dieser DeLorean? Ist in jeder Hinsicht die gleiche Maschine wie das Original. Plus minus ein paar kleine Extras natürlich, die ich über die Jahre hinzugefügt habe. Was haben Sie überhaupt im Jahr 1931 gemacht? Ach, nichts Aufregendes. Ein wenig in Nostalgie geschwelgt, ein paar seltene, vergriffene Bücher abgeholt, um Clara an ihrem Geburtstag zu überraschen. Das eine oder andere historische Rätsel gelöst. Das Übliche. Das Übliche? Sie haben ein unübliches Leben, Doc. Das ist ein ungewöhnliches Universum, Marty. Ich sage es nur ungern, Doc, aber Ihre letzte Abreisezeitanzeige ist futsch. Tatsächlich? Wie hast du mich dann gefunden? Ich habe einen von Edna Stricklands Schuhen im DeLorean gefunden. Wie kommt Ihr Schuh in den DeLorean? Einstein hat ihn sich geschnappt. Hat er? Komisch. Einie greift fast nie Menschen an. Zumindest nicht ohne guten Grund. Wie sind Sie 1931 überhaupt im Gefängnis gelandet? Während meiner Reise in die Vergangenheit wollte ich eines der ungelösten Geheimnisse von Hill Valley untersuchen. Das Feuer in der illegalen Bar. Genau. Ich dachte, ich hätte mich auf der anderen Straßenseite sicher versteckt. Aber bei dem Brand gab es eine riesige Explosion. Ein Ziegelstein traf mich und ich verlor das Bewusstsein. Wahrscheinlich von dem Fusel in der Bar. Jedenfalls... Das ist furchtbar. Ich weiß. Schlimmer ist, dass ich immer noch nicht weiß, wer das Feuer gelegt hat. Irgendein Rat, wie ich mit Kit Tennen umgehen soll? Halte dich bloß von ihm fern. Die Verbrecher in dieser Zeit tragen vielleicht schicke Anzüge. Die meisten sind aber brutale Psychopathen. Ohren steif halten, Doc.